So, meine lieben Bastelfreunde, Zeit, was gemeinsam auszupacken. Nachdem ich mich hier ausgetobt hatte mit dem Produktpaket Das Beste und der Produktreihe Das Beste im Leben fürs Demo-Doppel, ist jetzt Zeit für Urlaub. Und bevor ich in den Urlaub fahre, zeige ich euch, was ich diesmal mitnehme an kreativen Dingen. Da wird immer was eingepackt ins Reisegepäck und diesmal dachte ich, ein Kreativset ist fällig. Ich habe ja da schon mehrfach andere Ideen gezeigt mit Kreativsets. Jetzt haben wir ein neues hier im Juni, das heißt Reisetagebuch Abenteuerlust. Kiste ist schon mal cool, weil das passt super in meine Reisetasche rein. Ja, das ist das Set und ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Mini-Alben und Büchern und Erinnerungen sammeln. Könnte ich euch jetzt alle möglichen zeigen, kann ich auch verlinken. Habe ich hier eine Playlist, wo das alles drin ist. Ja, das Kreativset. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wir machen das jetzt zusammen. Hier ist immer so eine Anleitung dabei. Das ist auch bei diesem dabei. Du siehst Seitenvorschläge, wie du Elemente aufbringst. Oh, das sieht spannend aus. Ja, ich glaube, das gefällt mir für diesmal. Sonst gibt es ja oft so Mini-Alben, so wie dieses hier, was ich letztens gezeigt habe mit den Taschen. Aber jetzt nehmen wir mal was Fertiges und machen es noch fertiger. Noch schöner. Guck mal, hier ist eine coole Mappe. Die ist innen so geschützt. Das ist übrigens auch was Schönes. Da fällt uns bestimmt auch noch was ein. Hier ist dieses Gummiprinzip. Da kann man dann die Seiten draufklemmen. Gucke ich mir in Ruhe an. So sieht es außen aus. Ich mag die Farbe ja schon mal. Das ist richtig schön. Und ich glaube, hier ist richtig viel drin. Damit ich gut kleben kann unterwegs, haben wir hier die Tüte mit dem. Da brauche ich auch nicht viel mehr, weil Abstandsklebepunkte oder so machen eh keinen Sinn im Album, wenn ich es schön schmal haben möchte. Hier sind Seiten. Hier ist schon mal eine mit Tasche. Das ist super. Da kann ich alles reinpacken, was ich unterwegs so sammle. Und diese Seiten sind perfekt, um sie da reinzubauen. Ich überlege, ihr wisst ja, ich habe immer die Vorstellung, ich brauche noch viel mehr. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Tage, ist ein Kurztrip nach Greifswald, wenn mich nicht alles täuscht. So mein Kalender gucken. So, und dann sind hier lauter Elemente zum Rausbrechen. Breche ich auch mal raus, damit ihr seht, das ist echt so eine schicke Sache. Ich werde die Schere trotzdem einpacken, weil dann kann ich ja so ein, zwei, drei Sachen noch extra kleiner machen, größer machen. Dann ist hier so angedeutete Blockelemente mit Pünktchen oben drin. Da nehme ich dann mein Stechwerkzeug mit, also zum Beispiel diesen Aufhebhelfer, damit kann man das super machen. Der hat auch noch eine spitze Spitze. Spitze Spitze ist schön, ne? So, und das kann ich da so mit in mein Buch reinpacken. Ich glaube, das wird gut. Und wenn ich dann meinen Drucker mitnehme, ich habe so einen kleinen handlichen Drucker, dann kann das passieren wie bei der Elbe-Rundfahrt. Elbe-Rundfahrt, bei der Elbe-Tour. Kann man um die Elbe rundfahren. Hier, das sind diese Taschen, die wir eben schon in der Anleitung gesehen haben. Und man kann das Tatsache weiter in seine Kiste reintun. Mache ich auch so. Und vielleicht noch einen Blending-Pinsel einpacken. Hier, schau da. Knicke ich um. Knicke ich um. Habe ich Tasche fertig. Kann ich natürlich selber wunderbar auch machen. Aber kann ich auch so machen. Gibt auch ein Produktpaket im neuen Jahreskatalog. Genau damit. Ich muss hier mal ganz kurz meine. Mein Labby hat Urlaub gehört, schon macht er Urlaub Werbung. Das kann nicht sein. Ne? Ja. Ich muss hier nach wie vor was wegmachen. Ist witzig. Mache ich hier mal ein schnelles Video und schon kommt das. Ja, schnelles Video heißt, ich bin auch gleich fertig. Noch mehr Taschen. Das hebe ich mir also auf für Elemente, die ich wischen will. Für den Hintergrund vielleicht. Hier sind noch mehr kleine Teile, große Teile. Wunderbar. Werde ich mir nachher alles ausbrechen. Jetzt wird es bunt. Ihr seht schon hier, Koffer, Fahrrad, Auto, brauchen wir alles, Wegweiser. Super, das sind übrigens Aufkleber. Ja, die kann ich hier so, das kann man so abziehen, genau, Aufkleber. Schriftblöcke, auch das sind, Moment, das kann man so abziehen, Aufkleber. Also das ist Material, wo ich sagen würde, das reicht. Noch mehr Aufkleber, das ist ja nicht zu fassen. Ja, das reicht bestimmt mindestens für ein Album und wahrscheinlich noch für mehr. Es werden noch mehr Aufkleber in verschiedenen Sprachen. Genau, Streifen, Buchstaben, das ist auch sehr gut. Die kann man dann einfach rausbrechen, große und kleine. Ich glaube, das ist genau das, was ich mir so vorstelle. Ja, habt ihr viel gesehen? Habt ihr genug gesehen? Seid ihr zufrieden? Ich sage euch jetzt noch, in welchen Farben das Ganze abgeht. Bestellen kann man das ganz normal bei allen Sammelbestellungen bei mir mit oder direkt über einen Online-Shop. Das verlinke ich natürlich.
Die Farben stehen meistens im Kleingedruckten, abgestimmt auf die Stampin' Up Farben Calypso, haben wir uns schon gedacht, Espresso, Lagunenblau, Blütenrosa und Wilder Weizen. Wie spannend. So, jetzt habt ihr das gesehen und jetzt verabschiede ich mich in den Urlaub. Und wenn ich wieder da bin, erinnert mich, falls es nicht kommt, kommt mein Erinnerungsalbum vom mein Reisetagebuch Abenteuerlust vom Urlaub in an am Meer natürlich. Ich freue mich auf dich. Bis bald in einem meiner nächsten Videos. Verlinkt sind sie alle hier um dieses Video drumherum und natürlich auf meinem Blog findet ihr Daten und Zahlen zu den Videos und die Playlist hier auf meinem YouTube-Kanal zu allen möglichen Themen. Einfach nachschauen. Wir sehen uns.